Hallo meine lieben Freunde, danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen eine weitere Runde hier von Magic Duels. Ja, wir sind jetzt von Oath of the Gateway und wir wissen hier, die tun sich zusammen, die haben sich geschworen, das Land hier gegen die Titanen zu beschützen, was sie nicht geschafft haben. Aber naja, kleiner Rückschlag, Gefecht ist noch nicht vorbei, mussten sich einmal kurz zurückziehen, wieder zusammengerappelt, jetzt geht es weiter auf und ziehen wieder eine Hand ohne Länder. Haha, das hatte ich schon mal, jetzt mache ich nämlich... Oh. Das letzte musste ich zweimal mal Legend machen, damit ich hier so viele Länder habe. Interessanterweise starte ich mit so vielen Ländern und ziehe nachher so viele Länder nach. Ich weiß das schon. Ganz, ganz mies ist das nämlich. Und er für 3 Mana oder 4 schickt er dann erstmal meine mega fetten Kreaturen ins Exil, weil weg damit. Auf dass ich sie nie wieder sehe, so ungefähr. Und ich ziehe tatsächlich noch Länder nach. Yeah. Aber jetzt haben wir nur noch diese Duel-Länder. Oh, was hat er denn hier? Er bringt. Ach, das habt ihr doch schon mal. Das kommt mir exakt bekannt vor. Ist das wieder einer dieser Decks, die vorkonstruiert sind, was die Gegner ziehen, damit sie möglichst effizient sind? Ist das sowas? Nicht. Ah ne, ich habe kein grünes. Angeblich. Was kann der denn? Wenn du den Seher der Vergessenen wirkst, schickt ein Gegner deiner Wahl die obersten 4 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst dann eine beliebige Anzahl an Länderkarten, die dieser Besitz aus dem Exil... Was? Fick dich! Du kleiner mieser Bastard! Und interessant, dass da wieder 3 Länder dabei waren, ne? Du kleiner mieser Sohn, Alter! Was kann der denn hier? Kommt mit einem Kristallmarker ins Spiel für jede unterschiedliche Fahne, die du gewirkt hast. Okay. Entferne jede einen Kristallmarker, tapp eine Kreatur deiner Wahl. 5 Mana Hellsicht, okay. Aber erstmal, ciao. Bam. Du kleiner Arsch, ey. Ich weiß gar nicht, was der dazu sagen soll. Ja, naja. Wenn er ins Spiel kommt, bringt er wieder diese Token ins Spiel. Die kriegen sie alle plus hier. Mehr. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich das noch aufhalten soll. Jetzt schon. Ich bin jetzt schon am Verzweifeln. Der verschwindet gleich, der wird wieder ins Exil geschickt. Ich weiß das. Oh, die ist geil, die Karte. Achso, was sie vielleicht kann, fragt ihr euch. Bringe zu Beginn einer Versorgungsphase einen 1-1 farblosen Spielstein, Eldazari Brutspielstein ins Spiel, den dafür die Fähigkeit haben, dass sie sich selbst opfern können für ein farbloses Mana. Und für 2 Mana kann er den hier opfern und die Bibliothek nach einer Eldazari-Karte durchsuchen, sie offen vorzeigen und nimmt diese Karte dann auf die Hand und bestimmt seine Bibliothek. Sehr nice Karte. Oh, er sucht jetzt schon direkt. Wenn er ihn wirkt, schicke ein Artefakt, eine Verzauberung oder ein Land deiner Wahl ins Exil. Reichweite, er kann Fliegen abschießen, opfere ein Land, bringt den hier aus dem Friedhof auf die Hand. Ja! Ein immer wiederkehrende. Geil! Irgendwas verpasst. Warte, muss ich erstmal gucken. Der kann gar nichts. Ah, okay. Ach, weil ich sonst tot wäre.
Blender, ey. Das ist doch wohl zum Heulen. Ja, der Wachsamkeit, was sehr gut ist. Kann er mal rübergehen. Hallo? Du bist ein Schummler! Warum sage ich das? Ich hätte am Ende seines Zuges vielleicht noch was tappen wollen. Es wurde weder markiert, dass ich das hätte machen können, noch dass die Zeit einfach... Ich hasse es, wenn sowas passiert. Das Spiel ist scheiße, was das angeht. Nö, ich will tappen, hallo! Du bist ein Ficker! Sorry für meine Ausdrucksweise, aber das ist doch echt scheiße gerade. Jetzt verliere ich... Nein. Ich will mich gar nicht ärgern, weil ich mich schon oft genug darüber aufgeregt habe, dass diese Blöde einfach weitergeht. Du liest eine Karte, sagst aha, klickst auf OK und in der Zeit, wo diese Animation nach hinten geht, ist der schon einmal durchgelaufen. Klingt vielleicht wie eine blöde Ausrede oder sowas, habe ich aber schon ganz oft gemacht, dass ich wegen so einer Scheiße verloren habe. Im echten Magic wäre es eben halt das Sagen, ich möchte angreifen und dann kannst du sagen, ich möchte was machen oder nicht. Natürlich können sie jetzt hier nicht beim Gegner mal sagen, ich möchte etwas machen, ist es okay, und dass du immer auf den Okay-Button klickst. Aber es gibt so viele scheiß Okay-Button, die einfach nur Kacke sind und total unsinnig und überflüssig. Die bleiben da und an der Stelle, wo es wichtig ist, wie hier, läuft einfach mal ein Timer ganz schnapp. So, oh, zu spät, oh. Von da sieht, dass ich eine Fähigkeit hätte nutzen können, hätte er sie auch im Leuchten kann, wollen sie die nutzen. Will ich mich nicht weiter aufregen, gucken wir einfach mal, was diese Karte kann. Wenn der ins Licht kommt, bringe eine blaue Karte, die kein Land ist, den Gegner ins Exil, bis der hier das Spiel verlässt. Okay, das wirkt schon mal besser aus. Ja, das ist eine... Hiermit kann ich allen Schaden machen und kann eine zurückschicken. Wir halten jetzt einfach mal die Hand und packen ein Land aus. Ach, diese Mechanik hier von dem Spiel. Ich kriege hier, da kriege ich Puls hier, da merkt ihr das? Das geht mir richtig, ich bin da richtig drin in diesem Spiel. Oh, die ist nice. Ich hab was zu tun. Ah, dieses ewige sich aufregen und rummeckern und sowas, das macht durstig und macht meinen Hals trocken. Die kommt tatsächlich getappt ins Spiel. Weil das... Okay, kurz, es ist die Edition, sie ist Gold. Wenn ich sie tappe, kriege ich ein Blau... Ist übrigens hier vorne ein falsches Tab-Symbol. Da hat der Programmierer hier vergessen, geschweifte Klammern zuzumachen. Also ich kriege eins von beiden, wenn ich nicht zwei oder mehr Standardländer kontrolliere. Ich habe das mit diesen Dingern hier verwechselt, die aus derselben Edition sind. Auch Rare. Gut, dann waren das anscheinend die ganze Zeit dieselben. Und ich habe sie tatsächlich einfach nur verwechselt. Ich dachte immer, das sind die, dass ich dann irgendwas vorzeige, wenn ich nicht sowas... ein Land kontrolliere mit... Hatte ich die nicht vorhin? Das ist gerade mal richtig scheiße. Weil jetzt kommen sie alle getappt ins Spiel. Und ich kann Züge lang nichts machen. Die hatte er vorhin. Trotzdem sind es immer noch dieselben Karten. Frage ich mich, hatte er die... Ist es dann wirklich random gezogen, wenn er die immer am Start hat oder nicht? Ich bin mir tatsächlich immer noch nicht ganz sicher. Schon um Mana von ihm wegzumachen. Ein bisschen langsamer zu machen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sinnvoll war an der Stelle. Aber meine Kreaturen sind halt alle schwächer, die ich dann besitze. Wenn ich die nachher zocke, sind... grille ich meine eigenen Kreaturen. Oh mein Gott. Ist zu gut. Ich
weiß, er hat noch große Kreaturen, die mir nachher noch genug Probleme zu bereiten, aber... Zum Beispiel sowas. Ich weiß nicht, ob ich das für dafür hätte benutzen sollen. Ja, pff, kann ich nicht blocken. Ich habe zu wenig Mana? Ach, ich habe kein nicht das richtige Mana. Ugh. Ich kaufe mir Zeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon sinnvoll ist. Ach, scheiße. Kein grünes Mana. Wir verlieren das so dermaßen, Leute. Er hätte nicht angegriffen. Wo haben wir ein Glück? Ist es das schon wieder mit den Ländern, ne? Und er hat drei Länder. Fick die Henne, du alter kleiner, grüner, kleiner Scheißer. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum trifft er tatsächlich bei vier Karten immer drei Länder? Ich kriege hier echt... Ich fühle mich ein bisschen verarscht, wenn ich das mal so sagen darf. Als ob er gewusst hätte, dass da die Länder kommen. Das hat er das letzte Mal schon mit drei Treffern gemacht. Ich ziehe keine grün. Sonst ziehe ich massig Mana, aber keine grün. Ja, Treffer, blopp, blopp, blopp. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. War denn das? Rot. Natürlich hat er mir jetzt auch noch... Ach komm schon, ehrlich. Ey, ganz ehrlich, so verliert man echt die Lust an diesem... Okay, das Deck ist nicht besonders geil. Ja, Ausrede, aber... Ich, gegen so Mega-Kreaturen mir so ein... Ich muss mindestens vier Länder haben und krieg dann irgendwelche Mist, den er sowieso exilt. Und das mit den Ländern nervt mich gerade ganz schön, dass er mir zweimal die Mana abgezogen hat, die ich brauche. Und diesmal drei Treffer, womit er dann doppelt so viel legen konnte, ist so... Ja. Ja, komm, du darfst gewinnen. Mir ist es jetzt langsam echt zu blöde. Hier. Krieg deine Scheiße wieder. Ach, die hat den nicht mal Spiel... Ah, okay. Hier. Du den. Und der eine bleibt. Ich komme aus der... Also ich bin jetzt an einen Punkt angekommen, in den ich nicht mehr gewinnen kann. Nicht mit diesem Deck hier. Guckt euch das mal an. Jetzt reicht's mir. Sorry, Leute. Achso, ich darf ja sogar was wirken. Ich habe ja den hier. Mal gucken, ob er jetzt versucht, mich wieder wegzuschummeln. Alter, fick dich doch. Guck mal, ja, okay, ich hätte angreifen können mit einem. So total sinnlos. Da, er hat schon wieder durchlaufen lassen. Er war schon mehr, er war hier schon ungefähr, dachte ich zumindest. Das ist eine...
Eine Schummelficker-Bestie, Alter. Und das hätte ich in der einen Runde nämlich schon vorher machen wollen. Und er dachte, er kann sich so ganz still, klamm und heimlich durchschleichen. Ach, er ist ja fliegend. Egal. Guck mal, während diese super schnelle Animation durchgegangen ist, ist der Timer durchgelaufen. Ich wollte es halt nur mal erwähnen. Und schon wieder. Er hat nichts gewirkt, nichts und ist schon wieder halb durchgelaufen. Das ist eine ganz miese Methode, eine KI so zu programmieren. Ja, ich bin tot, ne? Das sind 6, 7, 8, 9. Das sind genau 9. Selbst wenn ich ihn jetzt hier rausnehme. Wieso rege ich mich eigentlich bei sowas auf? Ich bin schon überlegen, ob ich ihn im Off besiege, aber darum geht's ja nicht. Wir wollen es ja gemeinsam hier schaffen, ihn zu besiegen. Wir wollen uns ja hier angucken, aber ich will nicht meckern, das ärgert mich. Ich probiere es noch einmal, bevor ich mich hier richtig über... Welches Deck war das, wo der exakt geschummelt hat? Wir hatten ja schon mal so eine KI, so einer. Wusste er genau, was ich wann habe und spiele und dass er sich genau darauf abbesieht. Also heißt nicht wirklich zufällig. Egal, wir halten mal. Wir haben 2 Mana nur. Er wird gleich 2 Token legen, das weiß ich. Ihn kann ich leider nicht wirken, da fehlt mir das Weiße. Jetzt hätte, guck mal, den hätte ich am Anfang gebraucht. Dafür fehlt mir wieder das Mana. Nächste Runde geht's hier los. Ja, falls ich nicht 2 oder mehr Standardländer kontrolliere. Jetzt kann ich aber jeden von denen wirken. Den kann ich wirken für 0. Hier habe ich weiter gedrückt, hier bleibt er stehen und wenn er fangt. Ist interessant, ich mag diese Methodik, wie sie sich einprogrammiert haben, zum Gegner zu sagen, oh, leider nicht reagiert, hast leider verloren. Leider haben wir dich tot geschummelt. Hättest du schneller reagieren müssen? Ist bekannt, dass dein Timer läuft? Den würde ich gerne am Anfang legen. Warum ziehe ich jetzt kein Weißes? Ich wette, er legt wieder sowas, dass er mir Länder exiliert und da sind die Weißen drin. Schwarz? Ja, schwarz hätte ich. Und jetzt legt er sich die ganzen Token ins Spiel. Das heißt, gleich kommt was Großes, die er wieder alle opfern kann für Mana. Ja, das Weiße fehlt mir. Genau das Weiße. Alles, was ich nicht gebrauchen kann. Dann soll er Multiblock machen, ist auch okay. Hoffentlich haue ich ihn die ganzen Token weg. Naja. Dann habe ich ihn wenigstens weg. Ein Token und einer von meinen. Ja, jetzt werden seine alle stärker. Gut, dass da schon mal ein bisschen was verschwunden ist.
Überlegt, ob ich ihn welche wegtappe oder dann lege ich, glaube ich, fliegende lieber nach. Interessant, dass das jetzt so komplett anders ist. Aber wenn ich bald keine Weißen nachziehe, habe ich ein Problem. Warum zieht er jetzt nicht seine Megakarten? Irgendwas ist jetzt anders. Also was, irgendwas. Ich weiß ja, was anders ist. Oh, ich kann Länder nachziehen. Ich kann Karten nachziehen. Mache ich glatt mal. Ja. Bestimme eine der Karten, die auf deiner Hand, die du abwerfen möchtest. Das ist eine schwere Frage. Ist wirklich schwer. Ich muss noch eine Karte bestimmen. Wieso? Zwei muss ich abwerfen. Ich finde ihn aber eigentlich zu gut. Mit dem holen wir uns dann das Weiße und dann können wir die beiden legen. Und die anderen Karten. Und es wäre übrigens kein Land dabei gewesen, ne? Vier Karten und kein Land. Wir hätten auf jeden Fall nie die Karten legen können, aber wir hätten sie gezogen. Interessant, wir hätten einen extrem schlechten Card Draw bekommen. Und da wäre das Weiße Land. Was? Jetzt hat er ein Counterspell, ehrlich? Falls ihr das auf dieser Weise neutralisiert, schicke sie ihn schnell. Ja, genau. Jetzt hat er auf einmal ein Counterspell. Ja, komm hier, kriegst trotzdem auf die Fresse. Kann mit ihm blocken, er hat seine Schuldigkeit getan, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall zufallsgezogenes Startdeck. Komisch, dass er immer nur dieselbe Starthand hatte, aber egal. Jetzt runterkriegen, bevor er wieder seine... Ich habe meine unendlich großen Kreaturen, die mir meine Länder weg... Obwohl, ja, er wird mir das Land wegnehmen. Er wird diese Kreatur wahrscheinlich spielen, indem er mir das hier exilt. Weil ich es brauche. Hallo? Das gewinnen wir, weil er nicht das zieht, was er sonst jedes Mal hatte. Das ist extrem komisch. Ich mag es nicht so zu gewinnen. Könnt ihr nachvollziehen, warum? Das finde ich jetzt schon wieder aus meiner Seite ein Schummeln. Zu sagen, jetzt zieht der Gegner so schlecht, dass ich gewinne. Was ist denn das für eine Befriedigung? Ich will ja gewinnen, weil es ein faires Duell ist. Die vier Planeswalker kämpfen sich durch den Schwarm in Richtung der unfassbaren Yldazari-Titanen. Zusammen sind sie als die Wächter viel stärker, als sie es einzeln die hätten sein können. Ach, Surprise! Der ultimative Kampf steht bevor. Und den ultimativen Kampf seht ihr dann in der nächsten Folge hier von Magic Duels. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch trotz all meiner Meckerei gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!